Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Grim Fandango, in der wir immer noch fleißig am Suchen sind. Wir müssen ja... Fuji, dieser Geruch. Es peor que la muerte. Was ist das? In der wir immer noch am Suchen sind, wie wir hier die ganzen Sachen bekommen, den Ausweis und so weiter. Was ist denn das hier? Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Was? Das nehmen wir natürlich mit. Das ist ein Dosenöffner? Yay! Toll, jetzt riecht es hier drin nach gigantischem Katzenklo und einem undefinierbaren dämonischen Fleischgericht. Nehmen wir mit. Ich will mir keinen Bruch heben. Und jetzt? Riecht gut, aber eher esse ich meinen eigenen Kraftfutter für Sieger. Okay, wir haben jetzt also die Futterdose aufgemacht. Was ist das? Das Katzenstreu müsste dringend mal ausgewechselt werden. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Okay, also er will anscheinend nicht die Kacke mitnehmen. So verlockend es auch sein mag. Okay. Ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zu springen. Okay, aber wir haben einen Dosenöffner bekommen. Da geht's nicht lang. Gut. Da unten können wir nicht lang. Dann laufen wir einfach mal alles ab. Was ist das hier? Huch. Scheint ein schöner Abend für Katzenrennen zu sein. Okay. Wunderschöner Abend für Katzenrennen. Aber das wollten wir nicht wissen. Was ist denn das? Ist da jemand? Ah. Ich sagte doch schon, dass es heute keine Katzenhüte gibt. Was? Sie müssen bis Dienstag warten, dann ist Katzenhuttag. Ich will keinen Katzenhut. Auch gut. Worauf möchten Sie wetten? Ich spiele nicht. Für mich wäre das sozusagen ein Interessenkonflikt. Warum haben Sie mich dann gerufen? Um mich nett zu unterhalten. Okay, also wir müssen ihm anscheinend ein Ticket geben. Wo ist denn der alte Grießkram hin? Okay, und was ist das? Oh, pardon. Da will ich auch hin. Oh. Ist nur für Mitglieder. Du bist wohl neu hier. Sie brauchen einen VIP-Pass, wenn Sie nach oben wollen. Adieu. Ah, okay, jetzt brauchen wir nochmal was. Extra einen VIP-Pass. Was ist hier oben? Noch höher. Was, wer ist sie denn? Hallo? Naja, ich dachte, du hättest gern Gesellschaft, wo doch alle den Tag der Toten feiern. Wenn das so ist, Manny, warum wartest du dann nicht bis 6? Dann habe ich nämlich frei. Vielleicht hat sie hier irgendwas, was wir mitnehmen können. Was ist denn das? Viel Papierkrieg. Viele Passagiere. Alle Welt ist zurück nach Hause, mal abgesehen von uns beiden. Kann man die mitnehmen? Hey, das ist vertraulich. Finger weg. Oh, ich will den, was da Kann immer das da mal ist. Den Metalldetektor ausprobieren? Woher dein plötzliches Interesse für Metalldetektoren, Manny? Ich bin Sammler. Ich bin Sammler. Okay, ich führe ihn dir vor, wenn ich Pause habe. Zufrieden? Wann hast du Pause? Bei Dämmerung. Oh, das ist zu spät. Ich steche heute Abend in See. Ja, ja. Auf den Satz bin ich schon zu oft reingegangen. Ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Wir gehen nach hinten, trinken etwas und du erzählst mir von deiner Arbeit, der Gefahr, den Metalldetektoren. Das Hinterzimmer ist nur für dienstliche Zwecke, Manny. Genau wie ich. Verdammt. Unsere Anmache funktioniert nicht. Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Leibesvisitation. Aber die ist bei dir nicht nötig. Warum? Wir haben doch total viel zu verbergen. Und warum nicht? Ich bin ja auch der Meinung, dass es ein netter Zeitvertreib wäre, Manny. Aber wir haben hier gewisse Vorschriften. Und man weiß nie, wann sie einen beobachten. Leibesvisitationen werden nur dann vorgenommen, wenn die normale Suche nichts ergibt. Okay, also wir müssen... Es ist einen Versuch wert. Ich liebe diesen Teil. Oh, oh. Wir haben Metall dabei. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Hey, haben wir noch den Dosenöffner dabei? Ach, du bist sauber. Ach, verdammt. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen.
Was ist das hier? Seit wann habt ihr hier einen Safe? Das ist unsere neue Detonationskammer. Für den Fall, dass hier jemand mit einer Bombe auftaucht. Seit wann hat Rubakawa denn ein Terrorismusproblem? Die Stadt verändert sich, Manny. Nicht tragbar. Abgeschlossen. Ach, ist doch alles immer zu hier. Verdammte Axt. Können wir hier reingehen? Oh nein. Schon wieder. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Gut, wir müssen also irgendetwas schaffen, dass wir... Du bist sauber. Dass wir piepen immer noch. Mist. Ah, ja. Okay, also schauen wir erstmal mal weiter hier um. Was haben wir denn noch so? Was ist da? Wo kommen wir denn hier hin? Das ist ein ganz schön großes Gebiet. Huch. Kommen wir da hin? Wo läuft der denn jetzt hin, wenn wir das anklicken? Ah, hier vorne hin anscheinend. Oh. Ah, der neue Zeppelin ist bereits im Einsatz. Er fliegt nur ins Land der Lebenden. Und dort habe ich nichts verloren. Alles klar. Wo sind wir jetzt hier? Oh, was ist das da? Diese Statue hat irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun, aber ich weiß nicht so recht. Verdammt. Was ist da oben? Das ist aber auch ein echt großes Gebiet hier gerade mal. Oh, da kommen wir rein. Huch, was ist denn das? Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Belohnung. Naja. Ich glaube, das kann ich mir merken. Gut. Was ist das hier? Was für eine schreckliche Gefängniszelle. Andererseits dürfte Glottis diesmal seine Lektion gelernt haben. Was? Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Das hebe ich nicht auf. Gut, also wir haben hier eine Gefängniszelle. Und dann gucke ich mal nach da unten. Was ist das? Spätschicht im Leichenschauhaus. Was, Membrio? Sie muss also auch noch hier arbeiten. Du weißt doch, dass ich nicht schlafe. Ja. Wenn ich die Rosenbeete da nicht identifiziere, kann ich die zwei, die morgen kommen, nicht bearbeiten. Und ehe ich mich versehe, stecke ich bis zum Hals in Azaleen. Mal schauen, was hier zu klauen ist. Irgendeine Spur? Ich weiß, dass ein guter Gerichtsmediziner nicht seiner Ausrüstung die Schuld geben sollte. Aber wie soll ich mit diesem Zeug auf einen grünen Zweig kommen? Hey, ich habe selber jahrelang für den Staat gearbeitet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Können wir da was mitnehmen? Ich denke nicht, dass Blumenpflücken jetzt angebracht ist. Nicht? Ich denke nicht, dass Blumenpflücken jetzt angebracht ist. Dann reden wir also mit ihm. Traurige Geschichte. Zwei Sprießer und keiner, der sie vermisst und identifizieren kommt. Der Tod ist Spezialist für traurige Geschichten. Was genau suchst du eigentlich? Ich suche nach einem Schatz, den ein Teil von mir gar nicht finden will. Denn wenn ich die unglückselige Golddublone finde, die mir sagt, wer diese arme Seele ist, dann liegt meine Belohnung nicht im Reichtum, sondern in der Gewissheit, jemandem mit nur einem einzigen Anruf das Herz zu brechen. Mit dieser Ausrüstung kann die Suche natürlich noch ein Weilchen dauern. Eine tragische Geschichte. Hast du keine Angst, dass dich diese Arbeit mal fertig macht, Membrio? Sicher. Forensische Botanik ist ein harter Job, Manny. Aber hast du dir gute forensische Botanik. Zu Lebzeiten waren sie Floristen, weil sie Blumen liebten. Aber hier ist die Blume ein Symbol des Schmerzes, des Todes der Toten. Ihr innerer Konflikt wird größer und größer, bis sie unter Umständen sogar durchdreht. Danke für den Tipp. Ich schätze, von jetzt an verschenke ich lieber Luftballon-Bouquets. Super.
Kann ich helfen? Sicher. Halt dieses Blatt da fest. Was? Welches Blatt? Manny? Ich kann nicht. Ich weiß. Es war nur ein Test. Membrio, fragen wir nochmal die anderen Sachen. Warum bleibst du eigentlich in der Stadt? Wieso bist du nicht schon längst zur 9. Unterwelt unterwegs? Man kann viele Jahre nach etwas suchen, Manny. Doch irgendwann hört man auf, überhaupt daran zu glauben. Du glaubst nicht an die 9. Unterwelt? Du glaubst nicht an die 9. Unterwelt? Was glaubst du, warum wir in Rubakawa sind? Die einen sitzen ihre Zeit ab, die anderen können sich das Schiff nicht leisten. Manny, wir haben aufgegeben. Wir alle. Wenn du lang genug hier bist, dann wirst du das auch. Puh, der ist ja sehr depressiv. Wie läuft das Geschäft? Es blüht auf, leider. Jeden Tag mehr Verbrechen. Jeden Tag mehr Sprießer wie diese. Ich glaube, in El Maro tut sich irgendetwas. Und das wirft seine dunklen Schatten langsam auch auf Rubakawa. Wir wissen ja, dass so einiges hier im Busch ist. Wie hältst du diese Arbeit nur aus? Ohne dabei abzustumpfen, meinst du? Mein Geheimnis ist, Manuel, dass ich das Herz eines Kindes habe. Ich bewahre es hier in einem Glas auf. Ja, super. Willst du sehen? Nein. Tut mir leid, alter Medizinerscherz. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Er hat ernsthaft irgendwie einen Schaden, der Gute. Und hier können wir irgendwie nichts machen. Mann, Mann, Mann. Guck mal nochmal da lang. Was ist denn das? Komische kleine Hütte hier. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, ciao.